Moin Moin, willkommen zurück auf den Mühlenkreis Mittlern. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Guten Morgen Max, guten Morgen Paul. Guten Abend. Es geht ans Ballensammeln, die Silage ist so gut wie fertig. Jetzt muss der Scheiß auch eingesammelt werden, ne? Der Max hat mir schon freundlicherweise unsere zwei Ballenwagen bereitgestellt und ich bin jetzt schon angefangen, hier die ersten Ballen aufzusammeln. So. Wie hoch konnten wir das denn nochmal stapeln? Unten 10? Zwei Reihen haben wir. Was? Unten 10 oder was, ne? Pro Anhänger 5, ja. Ja. Pro Seite meinst du? Ja, dann zwei Reihen, ja, genau. Ja, ich versuche mal mein Glück hier. Das so funktioniert. Mit Rundball. Bist du denn auch schon unterwegs zu mir, oder? Ich bin jetzt gleich am Hof. Da steht dann der Einfahrt gleich dein Frontlader und das Gewicht, wenn du eins brauchst. Ja, ich nehme es mit. Achso, ja, ich nehme mein eigenes. Ich glaube, dein eigenes habe ich. Ich habe ein Fendt-Gewicht hinten dran. Ja, dann nehme ich das. Hat der Max aber so vorbereitet. Ja, ich hätte gedacht, ach komm, es ist einfach komplett egal. Ja. Ich habe auch dem New Holland, der New Holland hat jedes kleine Gewicht. Ich habe jedem Traktor einfach ein Gewicht dran gehangen. Eieiei. Dem Unimog habe ich auch schon eins dran. Ja, der hat so ein dickes, ne? Ja. Leicht übergewichtig. So. Der hat halt gut trainiert. Ja, der braucht das, der Unimog. Wo kommt unser Schwader? Der kommt aber auch in die Scheune da, ne? Alles, was mit Grasmähen und so zu tun hat, alles in den Garage da. Wir in 31 Stunden. Wir haben schon 5000 Liter Milch. Okay. Das ist nicht schlecht. Das sind ein paar tausend Euro. Könnte man schon fast auch mal verkaufen, ne? Wie hart, wie viel gibt denn Milch auf der Welt? Komm. Milch gibt 1000, ja. Also ein bisschen über 1000. So. Bisschen über 1000, ja, werden auch schon wieder 5. Will ich doch 5000 Euro werden schon wieder. Das werden auch schon wieder 5000 Euro. Also, der kleine Frontlader sieht ein bisschen klein aus, aber es geht noch. Wir können ihn auch gleich tauschen. Boah. Ich mache mir jetzt auf den Weg, du bist bei der 8. Nee. 87. Okay. Genau. Ernte transportieren, Ernte, Ballenpressen. Das sind einfach so viele Ballenpressmissionen. Ja, aber wenn wir unsere eigenen Felder gerade gemacht haben, dann will ich nicht noch eine Mission mit Ballenpressen machen. Ja, ich auch nicht. Paul kann dann transportieren Mission machen. Besser nicht. Für 900 Euro. Oder? Weiß ich nicht. Ah, da ist mein Kollege schon. Noch knapp 900. 923. Feld 27 Ernte. Wie hast denn du geladen? Ja, ich hatte den letzten, der ganz rechts ist, den hatte ich schief drauf. Da musste ich den nach hinten packen. Das ist nicht wichtig. Wo sind die 7? Das sind die 27. Doch, wichtig ist schon, aber es sieht ein bisschen, naja. Ja, du musst da gleich noch einen zwischenproppen, da. 28. Hm. Das alles muss ich jetzt. So toll sind die nicht, die Wagen, finde ich. Ja, aber passt günstig. Hab's ja mit Quaderballen gespielt. Letztens. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Weil da kriegt man zwei. Okay. Ich hab's, wenn man eine Reihe macht bloß und sehr andersrum drauf tut, kriegt man 5 Stück auf einen. Also für Quaderballen finde ich ja den wir. Agri Pro, oder wie das Ding heißt, ganz gut.
Ach, da ist die 27. Wir könnten die 27 mit Soja ernten. Das ist unser Feld, 27? 27 für 6000. Achtung, ich muss das Fenster zumachen. 27. Ach so. Die 78 von uns ist auch erntereif. Oh ja, da ist Austria drauf. Wo ist denn die 27? Die 27 ist ziemlich Achtung. Groß. Jetzt sehen wir Soja an und aus. Sojabohnen bringt auch immer ganz gut Geld. Naja, halt bloß halt bei der Mission nicht so extrem. Nee. Wir könnten die 51, die wäre doch was. Was ist da denn drauf? Weizen, ja, Weizen. Ich glaube, die erste Anschaffung, die wir uns auch irgendwann mal gönnen, ist ein größerer Drescher, oder? Nee. Immer Schneidwerk. Dann gönnen wir uns das 13 Meter große New Holland an. Das 10, also. Du nimmst immer zwei Ballen. Guckst du, ne? Ich nehme einen und du nur mit zwei, dann sind wir ja fertig. Ja, ich habe das auch schon probiert, aber die fallen im LS manchmal bei mir raus einfach. Ja, das ist halt kein Stacker. Ich bin halt auch der Stacker, ne? Momentan eigentlich nur der Vize, aber. Für den Vize scheint auszureichen. Ja. Kommt denn da mal wieder eine Rüstung? Haben wir hier? Kannst die Zeit mal auf 5 machen. Warum? Schaut nach Regen aus. Das muss ja nun zu Soja nicht mehr dreschen können, oder? Ich würde neu. Nee. Das ist Soja, das ist erntereif. Du möchtest ein größeres Schneidwerk haben für den jetzigen New Holland, oder was? Ich weiß nicht. Kann der das überhaupt verkraften? Legen wir mal einen ab, der ist eh ein bisschen doof auf der Gabel. Ich schau mal, was es da an Schneidwerk gibt. Ja, warte, ich krieg die nochmal rein, beide. Oder? Was, aber ich will einen. Dann nimm einen. Weil Max will doch immer, dass man den Unimog auch belädt. Ja, oh, deswegen willst du jetzt einen Ballen haben. Fährt Max da mit dem Unimog zum nächsten Feld? Wenn ihr Bescheid sagt, ich habe hier noch eine Spur. Bescheid? Ah ja. Ja, Max. Zu wenig. So. Rüber zu 75, ja? Warte, wenn die gleich alle verrutscht sind, dann packst du die selber wieder drauf, Max. Wie soll denn die verrutschen? Ich sag's nicht. Weiß ich nicht. Wenn man die Spanngurte nicht fest genug macht. Ja. Ja, Paul, du hast die Spanngurte festgezogen. Nee, ich bin den Baum gefahren. Warum passiert das immer dir, Lucky? Ich hab den Wenderadius vom Dings noch nicht so drin. Vom Steier. Wo sind die Steier, Freunde? Schreibt einen Daumen. Gibt einen Daumen nach oben, wenn ihr Steier. Schreibt einen Daumen in die Kommentare. Genau. Oh, weißt du jetzt, für was der Unimog gedacht war? Nee. Für den Strohball. Ja. Oh. Hast du hiermit gedüngt schon hier? Was soll das? Oh. Ja, was mache ich jetzt mit dem Strohball? Den lasse ich jetzt hier liegen, ne? Kannst. Ja. Ich ja. Weiß. Kannst du am Ende mitnehmen und am Hofschnabel liefern. Kann einer mit auf eine Gabel nehmen oder so. Am Hofschnabel liefern. Hättest du es mal gesagt, dass der Unimog dafür ist? Ja, habe ich auch erst dann gemerkt, wie ich aufs andere Feld gefahren bin. Oh, jetzt habe ich mir den verdreht hier, den Ball. Was soll das denn? 58. Das macht ich denke, es sind 60 Ballen, die dir aufladen müssen. Viel Spaß. Ah, das sind ja bloß 30 pro Person. So, jetzt 59. Wenn du immer 2 nimmst, dann musst du nur 15 ja. Mal Ballen aufnehmen. Das sind nur 59. Ja, ich nehme jetzt gerade auch 2. Das sind nur 59. Hätte ich sagen sollen, ich habe einen verloren. Auf der Geiselsberg spiele ich das auch, oder was heißt spiele ich das auch? Dann nehme ich das V-Grab dazu von der Strohbergungs-Elbrunn. Das klappt nämlich sehr gut beim Ball. 59 Ball anstatt 60. Okay. So,
Ja, aber der ist ja eigentlich mehr für Quadroballen. Ich weiß nicht, ob ich den für Doch, klappt. Rundballen auch so gut Klappt mit dem fände. Rundballen auch sehr gut. Ja, ich hab's gesehen, aber ich hab. Oh, dieser. Ich Wieso muss macht dir dir nachher keiner die mal. Spanngurte wieder ab? Ja, damit. Hä? Damit es hält? Ist das so schlimm hier dran? Geht die Welt um noch. Oh nein, das ist natürlich nicht gut. Machst du lieber wieder weg. Egal, geht die Mu die unsere Sirene geht. Und Papa kauft mehr Sense. Was? Ich habe gedacht, hier sind wenige dann. Nur mein Papa draußen mit der Sense Du unterwegs. bist auch so eine Sirene. Es Ja, war auch ehrlich. lustig. Wir Oh haben ja, mal. das habe ich Wir hier. haben diesen Vehikelinspektor noch Oh nicht Gott. drauf. Wir haben mal mit dem Motorsense ein bisschen was gemäht, also höheres Gras. Und dann war mein Opa auch da und dann hat er gesagt, wenn die Motorsense kaputt ist, dann kauft er uns eine neue. Weil die ist halt schon ziemlich alt. Dann habt ihr sie kaputt gemacht mit Absicht. Nee. Und das nächste Mal, wo ich mähen wollte, ist sie nicht mehr angegangen. Ja. Das ist. Ja. Jetzt haben wir eine neue Motorsense. Stiel. Ja. Beides hier. Mann, was ist denn hier mit diesen Beinen hier? Man weiß auch nicht. Aber irgendwie der Unimog ist zu groß für zwei Ballen und zu. Klein für Also zu einen. klein für zwei und zu groß für einen. Das gefällt mir nicht. Nee. Ich meine, warum rutscht mir da immer nur ein Bein runter? Ich habe mal den Holland von Krieger gewaschen. Hast du vorher einen Screenshot gemacht? Nee. Schade. Huch. War das Handy nicht aus? Habt ihr euer Handy immer auf leise oder auf laut normalerweise? Auf Ich habe leise, es arbeitsbedingt normalerweise schon. auf laut. Ich habe es dann auch leise, wenn ich in der Schule bin. Ja, ich habe, wenn Schulzeit ist, habe ich es leise und in den Ferien mache ich es auf laut. Ja, das ist bei mir auch so. Weil ich Weil mache dann es nicht. ist. Hey, Junge, wie soll ich sonst merken, dass wer anruft? Und wenn mich wer anruft, dann ist es wichtig, weil mich normalerweise keiner anruft. Ach. Habt ihr gehört, der macht es wichtig. Ich habe hier gerade Scheiße gebaut hier, Sind hier zu lachen hier. ne? Sind wir das hier wieder gerade gebogen? Nee, wahrscheinlich nicht. Was krumm Bin ist, bleibt krumm. nicht krumm Nein. genug. Lucky nicht. Kann auch der gerade hämmern. Ja, aber es geht ziemlich schwierig. Bei Glas ist es ziemlich schwierig. Ja, den gibt's wohl. Ah ja. Oh. Da Habe ich wird wieder man auch den noch linken eingeweht. angestupst, das wollte ich doch gar nicht. Na, hast du aber Lucky. Der rollt da immer weg. Wieso rollt er da weg? Weiß ich nicht, irgendwie buggt der da der einen Ball da. So, ich dachte, er rollt, weil er rund ist. Nee. Ja, ich mag auch eigentlich Nee. keine Rundballen. Ich eigentlich auch nicht. Da hat man immer Ärger Warum mit. macht ihr dann Rundballen? Weil die günstiger am Anfang sind. Ja. Naja, machen wir halt Rundballen. Hallo. Er macht erstmal die Spanngurte fest. Ja, ich hab gedacht. Das andere habe ich einmal locker. Soll ich mich hier vorfahren? Nee, Paul ist da hinten zugegangen. Ja, fahr weg von mir. Ich bin anscheinend unwichtig. Hab dich auch noch nie Hey, was? angerufen. Ja. War echt so. Ich weiß nicht, wer mit euch die ganze Zeit anruft.
Das einzige, wo ich mit meinem Freund über 5 Minuten telefoniert war, war in Corona-Zeit meinem Geburtstag. Wir haben eine 3/4 Stunde telefoniert. Das war das längste Telefonat, das ich jemals geführt habe. Echt? Ja, ich. Die Junge muss sich in 3/4 Stunde telefonieren. Da hat mich noch eine Freundin mal eine Zeit lang telefoniert. Ja. Weil wir uns das 6 Wochen nicht gesehen haben. Hatten wir was zu plaudern. Oh, das war nicht gekonnt von mir. Ich überlege gerade noch ein Gewicht zu kaufen. Nicht so. Weil ich auch mein Beta jetzt kleins habe. Ich würde sagen, wenn wir das Feld hier alles drauf haben, dann kann der Max noch mal verkaufen fahren, oder? So, jetzt gebe ich mir gerade zu viel Mehl, um zu stapeln. Nee, komm, komm mal, ja, ich aber hätte auch das andere gesagt. Feld kriegen wir nicht noch mal drauf. Doch. Nee. Lucky. Das andere Feld ist nicht größer. Könnt ihr den einen voll machen, dann kann ich mich den anderen hinstellen und den einen wegfahren. Ja, da bei dem einen fehlen nur noch 2 Ballen. Ja, dann mach den einen mal ganz voll. Aber dann nicht umkippen in der Kurve. Nee. Ich doch nicht. Nee, du nicht. Oh, das war fast schon gekonnt. Kurbel mal ab, Max. Was? Den hinteren Anhänger abkuppeln. Du kuppelst, ja doch, kuppel doch hier, aber wir können uns den selber mit rüber nehmen. Geht das? Bei meinem Gewicht geht das nicht. Bei meinem geht's aber auch. Kommt drauf an, wo müssen wir die Sage hinbringen? 214. Wollen wir nicht warten? Ja, die Folge ist jetzt eh zu Ende. Lang an. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nein, behalt's für euch. Oh. Schaut in der nächsten Folge wieder vorbei. Da seht ihr, wie viel Gewinn wir gemacht haben mit den Silageballen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.